Mein Name ist Sabine Herold, ich bin die geschäftsführende Gesellschafterin von Delo Industrieklebstoffe. Wir haben unseren Firmensitz in Windach, etwa 45 Kilometer westlich von München, und haben noch in der ganzen Welt Filialen verteilt. Delo stellt Klebstoffe her, aber das allein ist es eigentlich nicht. Es sind wirklich Hightech-Klebstoffe, die im B2B-Markt verwendet werden. Wir sind da massiv konzentriert auf schnelle Prozesse, das heißt eigentlich Produkte, die innerhalb auch unterhalb einer Sekunde aushärten, aber auch eben kurze Taktzeiten ermöglichen in Hightech-Branchen. Klebstoffe, das ist ja das Besondere, man sieht sie gar nicht. So, also insofern, die jungen Leute wissen auch gar nicht, dass es Klebstoffe unbedingt gibt. Wir müssen hier wirklich Werbung für uns machen, dass wir A als Klebstoffhersteller und B als Mittelständler, als Hidden Champion, der wirklich hidden ist, also versteckt ist, dass wir wahrgenommen werden. Besonders viel Wert legen wir bei Delo auf die Mitarbeiter. Das heißt, es kommt natürlich auch auf die fachlichen Qualitäten drauf an, aber ganz besonders wichtig einfach auch der Charakter. Es ist ein netter Mensch. Könnte ich mir vorstellen, abends mit dem Bierchen trinken zu gehen. Also ich denke, gerade beim Familienunternehmen ist das ein ganz großer Unterschied. Wir sind einfach noch die Geschäftsführer zum Anfassen. Und viele Kollegen, die hier anfangen wollen, sagen, ja, ich möchte eigentlich beim kleineren Unternehmen anfangen, um einfach zu wissen, wie werden die Entscheidungen getroffen, wer sind eigentlich hier die Geschäftsführer, und ich möchte einfach auch gesehen werden von der Geschäftsführung. Bei uns im Unternehmen wird sehr viel Wert gelegt auf Innovation. Dafür erhalten unsere Mitarbeiter auch, wir nennen das die sogenannte Spinnerzeit. Das sind etwa 10% der Arbeitszeit, die die Mitarbeiter verwenden können, um einfach freie Gedanken zu haben, um Innovationen anzugehen und eben dadurch auch neue Produkte gestalten zu können. Gute Führung ist für mich persönlich besonders, wenn ich es auch selbst akzeptieren kann, dass ich auch Mitarbeiter in meinem Team habe, die durchaus wesentlich schlauer sind als ich selber. Und insofern einfach das auch gelassen und begeistert aufnehmen kann, dass man einfach gesamthaft jeder auf seine Art und Weise ein Mosaiksteinchen zum Großen und Ganzen dazu tut. Wir sehen unsere Zukunft eigentlich in der Begeisterung in die Technik hinein. Das ist, sagen wir, beobachten einfach gerne Märkte, wie die sich entwickeln, und da möchten wir gerne dabei sein. Und dadurch, dass wir einfach hier wirklich beim Onboarding darauf achten, dass wir aus allen verschiedenen Facetten junge Leute mit ans Team holen, viel Erfahrung schon bereits im Team haben und durch die Kombination von neuem Wissen, alter Erfahrung, werden wir einfach die Innovationen begleiten, und ich fürchte, da wird sich ein Wachstum gar nicht verhindern lassen. Also ich persönlich habe lieber 10 Stunden Spaß am Tag, als mich 10 Stunden zu ärgern. Und wer das ähnlich sieht, ist am besten bei uns im Delo-Team aufgehoben. Kommen Sie doch einfach zu uns.